Herzlich willkommen zu Glücksbringer Podcast. Heute Fantasiereisen. Gerade wegen der aktuellen Situation, wo wir uns gerade befinden und die wahrscheinlich noch etwas länger dauern wird, ist es extrem wichtig, sich wenigstens ein bisschen abzulenken und einen positiven Gedanken bekommen. Denn nur weil wir in Echtzeit nicht in den Urlaub gehen können, heißt es nicht, dass wir nicht in Urlaub gehen können. Denn in unserer Vorstellungskraft oder Fantasie können wir jederzeit überall und alles sein. Das ist doch ein positiver Effekt und allein der Gedanke ist Grund zum Feiern. Denn das größte Geschenk bzw. Gabe ist die Vorstellungskraft oder die Fantasie. Ich habe für euch einmal drei Beispiele mir überlegt und ausgedacht. Und hier kommt auch schon der erste Fall. Stellt euch Folgendes vor. Und schließt dabei die Augen. Ihr befindet euch gerade irgendwo in Afrika, auf einem Jeep sitzend, und macht gerade eine Safari-Tour. Ihr seht alle möglichen Tiere vorbeiflitzen. Elefanten, Löwen, Tiger. Ein Tier schöner als der andere. Und plötzlich kommt euch die Tiere so nah, dass ihr sie streicheln könntet. Aber trotzdem Respekt von den Tieren habt. Die Sonne scheint euch ins Gesicht. Es ist gefühlt 45 Grad im Schatten. Ihr braucht dringend etwas zu trinken und wühlt in eurer Handtasche. Und tatsächlich findet ihr eine Flasche Wasser und seid so happy, als der erste Schluck getrunken worden ist. Ihr könntet gerade die ganze Welt umarmen, denn ihr habt gerade so viel Spaß und findet diesen Moment jetzt schon einer eurer besten Momente seit langem. Ihr haltet das fest, indem ihr gerade euer Handy herausholt und die Tour filmt, beziehungsweise ein Selfie macht. Doch plötzlich kommt ein Affe und reißt euch euer Handy aus den Armen und springt auf die Giraffe. Der Affe lacht sich ein und macht ein Foto von euch, wie ihr gerade verdutzt und erschrocken guckt. Danach ein Selfie, erst mit sich und dann mit der Giraffe. Ja, ihr habt richtig gesehen, aber der Affe hat Mitleid mit euch und gibt euch euer Handy wieder zurück. Puh, Glück gehabt. Doch ihr habt keine Zeit zum Verschnaufen, denn ein Löwe hat gerade Hunger bekommen und befindet sich gerade auf die Jagd nach Fleisch und rammt euer Jeep. Doch noch bleibt dieser normal stehen. Der Fahrer gibt Gas und der Jeep wackelt hin und her. Euch wird auf einmal so schlecht und würdet am liebsten in eure Handtasche. Aber ihr versucht es irgendwie auszuhalten. Der Löwe kommt näher und näher. Der Jeep holt alles aus sich heraus. Ihr seht den Löwen schon und haltet es nicht mehr aus. Euch ist tierisch schlecht geworden und ihr spuckt den Löwen an, der nicht mehr ausweichen konnte und alles abbekommt, was in euch steckt. Ihr fühlt euch wieder voll erleichtert und der Löwe biegt ab und rennt in die andere Richtung und sucht wahrscheinlich eine Quelle, um sich wieder sauber und frisch zu machen. Ihr müsst gerade so sehr lachen, und denkt euch dabei, dass das euch eh keiner glaubt, was ihr gerade erlebt habt. Und kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Selbst alle Tiere müssen anfangen zu lachen. Denn euer Lachen ist so sehr ansteckend, dass alle gerade so glücklich sind. Ihr fährt noch 2 Stunden und seht alles Mögliche. Aber es passiert nichts Weltbewegendes. Bei der Zurückfahrt bleibt ihr bei einer Quelle stehen, um euer Flasche mit Wasser aufzufüllen. Ihr wolltet gerade die Flasche ins Wasser tun, als von hinten plötzlich ein Löwe mit Anlauf und Schwung ins Wasser springt und euch nass spritzt. Es ist der Löwe von vorhin, den ihr angereiert habt. Aber jetzt wollt ihr auch nicht mehr das Wasser haben. Der Löwe wälzt sich ins Wasser hin und her und lacht sich kaputt. Er fühlt sich endlich wieder sauber und riecht auch nicht mehr so sehr. Denn auch den Geruch kann er ja nicht mehr jagen gehen, denn man riecht ihn von Weitem. Aber jetzt, wo er endlich wieder geputzt ist, kann er wieder nach Beute jagen gehen. Aber er will nichts von euch und geht wieder zurück in sein Revier. Als es Abend geworden ist, legt ihr euch schlafen und macht die Augen zu. So, ihr könnt jetzt mal kurz eure Augen aufmachen und wir hören kurz Musik, bevor dann der zweite Fall beginnt. Ich hoffe, euch hat die erste Reise gefallen
und hattet kurz Spaß gehabt. Wie gesagt, jeder Mensch kann sich seine eigene Reise vorstellen und jederzeit loslegen. Wichtig ist, dass man sich auch die Zeit nimmt und dann kann es auch schon losgehen. Manchmal können 5 Minuten schon sehr viel bewirken. Das ist echt sehr schön. So, jetzt aber erst Musik, dann geht es weiter. Bis gleich. Und die Musik kommt von Maxim Neuss mit Mach die Kurve flach, wo ich sehr gut finde. Und ja, hört euch mal am besten an. Ich habe da auch mitgemacht in dem Video. So, also bis gleich. Bleib heute mal zu Hause unter deinem Dach. Mach die Kurve flach. In deinen 4 Wänden, ob bei Tag oder Nacht. Mach die Kurve flach. Draußen scheint die Sonne, aber heute bleib ich drin, weil ich auch an andere denke und nicht egoistisch bin. Denn auch wenn ich gesund bin, macht es leider keinen Sinn, wenn ich Oma und Opa in Schwierigkeiten bring. Über das Virus ist so vieles nicht bekannt, doch es zieht ziellos übers Land und führt dabei zu Angst. Also huste mich nicht an und reich mir heute nicht deine Hand. Wir wollen Ketten unterbrechen und das Ganze so verlangsamen. Klar, wir alle hatten ganz andere Pläne, aber trotzdem machen wir heute keine Szene gegen deine Quarantäne, denn am Ende kann es jeden treffen. Also warum jetzt nicht Rücksicht nehmen und nebenbei ein paar Leben retten? Isolation ist keine leichte Situation, doch wir müssen dadurch, solange Viren uns bedrohen. Wir wollen Ärzte und die Krankenhäuser schonen, deshalb bleiben wir heute einfach, wo wir wohnen. Komm und sing mit mir, bleib heute mal zu Hause unter deinem Dach. Mach die Kurve flach, in deinen 4 Wänden, ob bei Tag oder Nacht. Mach die Kurve flach, denk nicht nur an dich, gib auch auf andere Acht. Mach die Kurve flach, gemeinsam sind wir stark, allein sind wir schwach. Mach die Kurve flach. Ich mach die Kurve flach wie das Papier auf meinem Klo. Und wenn ich keins mehr hab, wasch ich mit einem Lappen meinen Po. Der wird dann gut gespült zum Trocknen aufgehangen. Für eine Packung Klopapier wird hier kein Zoff mehr angefangen, ey. Ich mach die Kurve flach wie mein Bauch beim Morgensport. Volle Energie, das macht mich fit und trägt die Sorgen fort. Ich trinke Wasser, dabei achte ich auf Ernährung. Und wenn der ganze Spuk wieder vorbei ist, bin ich kerngesund. Ich mach die Kurve flach wie Witze, bei denen keiner lacht. Endlich kommen wir dazu, wofür man keine Zeit mehr hat. Wir können Sprachen lernen oder mal ein Buch lesen. Wir können crazy spielen, lassen es uns gut gehen. Ich mach die Kurve flach für jemand, der es sonst nicht schafft. Für jemand, der zu schwach ist und sonst für immer die Kurve kratzt. Denn diese Kurve kann für jemanden die Welt sein. Einfach mal zu Hause bleiben und du kannst ein Held sein. Bleib heute mal zu Hause unter deinem Dach. Mach die Kurve flach. In deinen 4 Wänden, ob bei Tag oder Nacht. Mach die Kurve flach, denk nicht nur an dich, gib auch auf andere Acht. Mach die Kurve flach, gemeinsam sind wir stark, allein sind wir schwach. Mach die Kurve flach, es ist einfach alles so verrückt, doch eines Tages kehren wir noch viel stärker zurück. Meide den Kontakt und halt Abstand, heute halten wir die Kurve flach, Mann, yeah. Es ist einfach alles so verrückt, doch eines Tages kehren wir viel stärker zurück. Meide den Kontakt und halt Abstand, heute halten wir die Kurve flach, Mann, yeah. Komm und sing mit mir, bleib auf mein Zuhause unter deinem Dach. Mach die Kurve flach, in deinen 4 Wänden, ob bei Tag oder Nacht. Mach die Kurve flach, denk nicht nur an dich, gib auch auf andere Acht. Mach die Kurve flach, gemeinsam sind wir stark, allein sind wir schwach. Mach die Kurve flach. So, weiter geht's. Also das war's jetzt. So, weiter geht es mit dem zweiten Beispiel. Bitte wieder die Augen schließen und dann geht es auch schon los. Stellt euch Folgendes vor. Ihr geht mit euren Freunden spazieren und plötzlich verbindet ihr euch die Augen
und ihr dreht euch ein paar Mal im Kreis. Dann nimmt er euch in die Hand und führt euch irgendwo hin. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr seid und was gerade passiert. Ihr steigt irgendwo ein und als ihr dann sitzt, startet ein Motor. Er macht die Binde weg und ihr traut eure Augen nicht. Ihr befindet euch gerade 10.000 Meter in der Höhe und habt aber so sehr Höhenangst. Euer schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Tja, das passiert, wenn man sich gerade erst seit 4 Wochen kennt. Aber entkommen könnt ihr nicht. Ihr fängt gerade an zu schreien. Aber je lauter ihr werdet, desto schlimmer wird der Flug. Ihr habt euch eines geschworen. Solltet man den Flug irgendwie überleben, dann ist Schluss mit lustig. Aber der Flug dauert ungefähr 2 Stunden und mit vielen Loops. Und euer Gesicht wird immer bleicher. Innerlich brodelt ihr so sehr. Und dann nach 2 Stunden geht endlich die Landung. Ihr seid aber so sehr verliebt, dass ihr das Ganze vergessen habt. Und dann sagt euer Schatz, dass das noch nicht alles war. Denn er habe noch eine Überraschung im Gepäck. Ihr denkt euch, schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Und lasst euch darauf ein. Er hat ein Picknick vorbereitet. Jedenfalls sieht es so aus. Ein großer Handtuch auf einer Wiese und in der Mitte ist ein Korb zu sehen. Er sagt, dass man sich jetzt setzen sollte, denn er kann ein Instrument spielen. Er holt aus heiterem Himmel eine Flöte heraus und spielt irgendeine Musik. Der Korb bewegt sich langsam und eine Schlange kommt hervor. Ihr springt auf und rennt ein paar Meter und denkt euch, in was für einen Typen ihr euch nur verliebt habt und warum ihr so einen tollen Menschenkenntnis habt. Euer Freund lacht sich einen ab und sagt, dass er noch eine letzte Überraschung hat. Mal sehen, was noch kommt, denn jetzt erschüttert einen nichts mehr, denkt ihr euch dabei und lasst euch ein 3. Mal darauf ein. Er führt euch wieder aus in ein teures und schickes Restaurant. Es gibt Tolles zu essen und zu trinken. So gut habt ihr noch niemals gegessen und getrunken. Zum Schluss erscheint eine Gruppe Musiker und singen a cappella euer Lieblingslied und geben für euch ein Minikonzert. So schön und voller Emotion. Ihr müsst weinen vor Glück. Dann legt er sich nieder und macht euch einen Heiratsantrag. Und zwar so rührend, dass alle Menschen hier im Saal und auch er selber weinen muss, weil es von Herzen kommt. Natürlich sagt ihr erst nicht und lasst ihn erst einmal zappeln. Dann geht ihr anschließend aufs Klo, um euch frisch zu machen und zu schminken. Das Ganze 3 Stunden dauert. Kurz bevor das Restaurant zumachen will, sagt ihr diesen Satz. Ja, ich will. Und die Freude ist riesengroß. Und es wird gefeiert und getanzt. Und das Restaurant macht eine Ausnahme und hat bis 5 Uhr morgens geöffnet. Schließlich kommt sowas auch nicht alle Tage vor. Und die Liebe kennt keine Grenzen. So kann man eine Reise oder Tag beenden. Jetzt könnt ihr eure Augen wieder aufmachen und wir hören wieder Musik. Und dann kommt die letzte Reise. Bis gleich. So, und die Musik kommt von Edda Meiner, heißt Danke an alle Helfer, was die Welt zusammenhält. Ich habe den Titel zufälligerweise gestern zum ersten Mal gehört und ich fand ihn so schön, dass ich euch nicht vorenthalten möchte. Also viel Spaß. Sie seit Tagen nicht gesehen.
So, das war das zweite Lied und jetzt geht's weiter. Kommen wir nun zum dritten und letzten Beispiel. Schließt dabei wieder eure Augen. Stellt euch Folgendes vor. Ihr habt keine Arbeit und keine Familie. Ihr müsst auf der Straße schlafen. Das Wetter draußen ist furchtbar kalt. Gefühlte minus 10 Grad. Ihr wisst nicht wohin. Oder warum ausgerechnet ihr so ein Leben habt. Um euch warm zu halten, geht ihr in eine Bank hinein. Doch lange könnt ihr nicht bleiben. Die Menschen rennen eilig davon und jeder starrt auf sein Handy. Ihr selbst wisst nicht, ob ihr den nächsten Tag überlebt. Ihr habt kein Geld, also müsst ihr euch irgendwie welches besorgen gehen. Es ist euch furchtbar peinlich, die Menschen um Geld zu bitten. Aber ihr habt erstmal keine andere Wahl. Also seid ihr immer freundlich und nett zu den Menschen. Und in der Tat, manche Menschen haben Mitleid mit euch und geben euch sogar Geld. Ihr habt am Tag 15 Euro bekommen und könnt euch etwas Warmes zu essen und trinken holen. Das geht ein paar Wochen so. Aber ihr denkt euch, das kann es doch nicht für immer sein. Also schließt ihr euch mit anderen obdachlosen Menschen zusammen. Jeder von euch kann irgendwie singen. Und so beschließt ihr, euch jemanden zu suchen, der euch dirigieren kann. Ihr findet tatsächlich einen Menschen, der so ein gutes Herz hat, dass er ohne Geld euch dirigiert. Und zweimal in der Woche habt ihr Proben und vergesst alles einmal um euch herum. Die ganzen Sorgen sind wie weggespült. Nach einem halben Jahr habt ihr über 10 Lieder und könnt die vortragen. Und euer Dirigent hat eine Überraschung für euch und hat ein paar Konzerte für euch klargemacht. Die Konzerte sind nicht nur ausverkauft gewesen, sondern ist auch eine Live-CD produziert worden. Der ganze Erlös von den Konzerten wurden auf den obdachlosen Mitglied aufgeteilt. Mittlerweile sind es über 100 Obdachlosen in diesem Chor und die Gemeinschaft. Bewirkt so viel Positives. Jeder von euch bekommt wieder Selbstwertgefühle und ist wie für euch eine Familie. Singen hilft immer und zu jeder Zeit. So, öffnet eure Augen wieder. Denn das waren verschiedene Fantasiereisen gewesen. Ich hoffe, euch hat es sehr gefallen und ich konnte euch für ein paar Minuten mal ablenken. Bis zum nächsten Glücksbringer-Podcast. Ciao, euer Simon.